Na gut, wir wollen schlafen. Dann hätten wir gerne Auge. Heldentum. Und das reicht erstmal. Und dann wollten wir hier die ganzen Trolle töten. Danach müssten wir eigentlich fürs Erste mit der Talia fertig sein. Also ja, wir haben noch laut Markhams Villa, aber die ist echt garstig. So, ihr seid alle feindliche Einheiten, ja. Schnappen wir uns euer ganzes Gold und das Trollblut und da sind noch ein, zwei blaue Punkte. Da könnten auch ein paar nette Sachen bei sein. Denn wir haben schon recht viele blaue Ingredienzien hier gefunden. In den ganzen Kratern. Und davon kann man eigentlich nie genug haben. Weil Mana-Tränke sehr wichtig sind. Also jetzt noch nicht ganz so sehr, weil unser Alchemie-Skill noch nicht so hoch ist. Und wir noch keinen Alchemie-Großmeister haben und so weiter. Aber das wird sich ja hoffentlich bald ändern. Was zur Hölle ist hier oben auf dem Berg drauf? Weh, das ist nur eine einzelne Blume oder so. Komm, hüpf. Oh, 550 Gold. Ja, okay, dafür kletter ich auf den Berg rauf. So. Suchaufträge. Gehe zu Lord Markhams Villa in Tatalia. Finde die 6 Golem-Teile. Golem-Teile haben wir. Suche die 3 Steinmonolithen in Tatalia. Haben wir auch. Und Evermont-Insel und F-Leben. Findet die 3 Statuen. Wir haben keine Statuen gefunden. Findet die 3 Gemälde. Wir haben nur 1 gefunden. Und Arcomage in allen Tavernen, das dauert noch. Also nö, so wirklich hier was zu tun haben wir nicht. Das heißt, wir probieren noch einmal Lord Markhams Villa. Also ein, zwei Wachen umzubringen zumindest. Und wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann gucken wir uns den Kaufauftrag nochmal an, wo noch Golem-Teile liegen und gehen da als nächstes hin. Und zwischendurch sollten wir ein Auge offen halten nach dem Lehrer, der Kleriker aufstufen kann, zu Priestern. Oder andersrum. Da hatten wir in Deja, glaube ich, was gehört. So. Erstmal setzen wir uns ganz unauffällig zwischen die beiden Häuser hier. Kampieren. Und im Dunkel der Nacht. Fackellicht. Im Dunkel der Nacht. Schleichen wir uns da jetzt rein. Hast du noch irgendwas, was uns helfen könnte? Nö. Du Schutz, obwohl keiner von ihnen schießen wird. Bewahrung, so viel Schaden werden wir nicht nehmen. Segen. Ja, das bringt was. Du kannst nicht so viel Tolles. Ciao, Lähmung einfach. Oh, Berserker. Wir könnten versuchen, einen von denen zum Berserker zu machen, dass er auf seine Freunde losgeht. Aber ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, da es ja doch recht hochstufige Kreaturen sind. Körperresistenz. Das ist ein Körperzauber, nicht Körper, Körper. Gegen Körpermagie, genau. Nee, das müsste es jetzt an Buffs gewesen sein. Also ja, Federfall können wir noch zaubern. Aber das bringt nichts. Stein zu Fleisch verwandeln bringt uns nichts. Aber ein Stein-Hautzauber wäre ganz praktisch. Den haben wir leider nur noch nicht. Sollten wir uns aber nichts kaufen. Also, runden wir sie an. Rein da. Hallo, Freunde. Dich können wir nicht treffen, richtig? Nur so halb. So, jetzt können wir dich treffen. Säurestrahl 73. Keine Freunde von dir hier bisher, sehr gut. Ja, einen haben wir gleich. 61. 25. Und er flieht, das ist nicht gut. Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen, alles klar. So, das war eine ganz billige Wache, das ist okay. Da kommen die Zieherin. Blau und das ist eine billige, okay. Bisher noch machbar. Wahrscheinlich war es letztes Mal einfach nur so schlimm, weil ich durchgelaufen bin. Und dann eingekesselt wurde. Ist nur noch einer. Der ist auch schon halb tot. Vielleicht einmal Geogon heilen. Oder 2. So. Hilfe! Definitiv öfters Gerugon heilen. Du müsstest eigentlich gleich umkippen oder zumindest versuchen zu fliehen. Will aber nicht. Okay.
So. Schießen. Heilen. Rundenbasierend aus. Unser magisches Auge sieht gar nichts mehr. Dann sprechen wir jetzt mal Bewahrung. Weil die Kisten hier bestimmt sehr garstig sein werden. Oder wir wissen sogar, dass sie garstig sind, ne? Wir hatten es einmal probiert, eine Kiste zu öffnen. Und da sind alle gestorben, bis auf Gerugon. Gerugon sieht auch nicht so frisch aus. Also nochmal heilen. Und das Ding jetzt suchen. Da hätten wir schon mal eine Kiste. Mein Fehler. Hui. Noch so ein albernes Ding? Feuerresistent. Nicht infiziert. Das klingt gut. Können wir das wirklich brauchen? Das heißt nämlich, dass das Ding mächtig genug ist, dass Talana es nicht verstehen kann. Hochheilen. Hochheilen. Und hier ist noch einer. Und so wirklich viel Platz haben wir hier auch nicht mehr. Wo das Ding noch sein könnte. Oh nein. Achso, ihr seid nur die Einfachen. Oh, 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 oh. Ja, 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 die Damen halten nicht so viel aus, stimmt. Und die machen das auch sehr lautstark kund. So. Okay. Bewahrung ist noch an, das heißt nur Geo müsste geheilt werden. Die Schränke hatten wir eigentlich schon aufgemacht, oder? Zumindest einen davon. Heilung? Geo. Ja, hier war nur Murks drin. Das ist derselbe Schrank. Und da ist... Wow, da war die Vase. Raus hier. Wir müssen kann schnell raus hier. Ein Bürger, okay. So, Vase hätten wir. Es ging letzten Endes doch. Durch etwas bedachteres Auftreten und nicht einfach nur reinstürmen. Waldläufer... Bürger, ja, okay. Richtung Hafen durchschlagen. Da verstecken wir uns erstmal in der Taverne. Und erholen uns. Und morgen gucken wir, wo wir die Vase überhaupt abgeben sollten. Nur herein. Bitte sehr. Genießt euren. Ich habe da gerade auf der Taverne eine Gilde gesehen. Was zur Hölle? Wie soll ich da hochkommen? Wart mal. Du. Zaubern. Springen. Okay, war nicht gut getimed. Komm, nochmal. Kann in der Luft nicht ausgesprochen werden. Ja, okay, wir sind noch in der Luft. Ne, will ich nicht. Da müssen wir wohl fliegen können. Oder Luftmagie-Meister sein, damit wir höher springen. Oh, warte mal, oder wir gehen von hier auf. Darauf. Das erinnert mich irgendwie an Guild Wars Jumping Puzzle. So. So. Nein. Komm schon. Aber ich glaube, das ist der Plan. So. Komm schon. Gehen wir noch ein bisschen vor. Nein. So. Einfach wild. Meistergilde des Geistes. Kommen wir aber nicht ran, nicht wirklich. Warum tut ihr sowas? Na gut, wenn wir irgendwann fliegen können, dann können wir da reinschauen. Wobei wir Meistergilden auch in Rassia haben, die etwas leichter zu erreichen sind. Ja, also wir sollen die Vase stehlen und zu William Lasker bringen in Rassia. Stimmt, damit wir Diebe ehrenhalber werden können. Was jetzt irgendwie so ein bisschen komisch klingt, aber es gibt Erfahrungspunkte. Bürger. Und die wollen uns nicht gehen lassen. So, hallo? Erasia, sehr schön. Und jetzt muss ich mich nur noch erinnern, wo wir in der Kanalisation wo lang gehen mussten. Aber ich glaube, wenn ich die Karte gleich sehe, dann passt das. Und immer schön ein Auge offen halten, wenn ich irgendwo gelehrt habe. Das klingt gut. Sehr. Hallo. Erkenne alle Gegenstände und gib 5% Bonus auf Erfahrungspunkte. Hi. Erhöht die Fähigkeit erkennen, Monsterkunde. Nö.
Also ja, 5% mehr Erfahrungspunkte klingt gut, aber da hieß bestimmt was Besseres. Gepäckträger. Schmied, nein. Reiter. Reiter und Räuber. Feinschmied? Chefkoch. Nee, da werden wir woanders gucken müssen. Da hinten ist noch einer. Fährtenleser. Nee, das klingt alles nicht so, als wenn es uns passen würde. Also, ab in die Kanalisation. Da hinten hin. Und dann... Ich weiß, es gab da einen Raum in einer Falle. Und man musste über so ein Springding rüber. Aber gucken wir einfach. Karte. Zoom, zoom. Da hinten war das. Also müssen wir in den Raum, wo damit in die Falle war. Und dann nach Norden. Oh, also hier wahrscheinlich lang, ha? Rechts rum, runter, wenn es geht. Südlich. Geht's nicht, aber es geht hier rum, darum, darum und hier hoch. Sehr schön. So, einmal Aura. Oh, wurden gar nicht ausgelöst. Kann natürlich sein, da wir jetzt einmal beim Oberdieb waren, dass er uns immer reinlässt. Und ich bin falsch gelaufen. Aber das können wir ändern. Warte mal, du hüpfst. Kommen wir da rüber? So. Da kommen wir definitiv rüber. Ah, ja. Sehr schön. Die Fässer sind alle noch leer. Ja. Wir haben was für dich. Gut gemacht. Um diese Wahl zu stehlen, waren Mut und Geschick vonnöten. Wir haben Wachen verprügelt. Aber ja. Ich verleihe euch hiermit den Titel eines Meisterdiebes und übergebe euch diese kleine Bezahlung für eure Dienste. Spion? Können wir erst werden, wenn wir Licht oder Finsternis gewählt haben. Das ist vollkommen okay. Wir wollen jetzt eigentlich eh nur noch raus. Das klappt nicht. Und sofort zum nächsten Lehrer gehen, also zur nächsten Ausbildungsstätte. Denn wir müssten jetzt ein, zwei Stufen jeweils aufsteigen können. Was ist kein Ausgang? Das weiß ich noch. Ausgänge waren schwarz. So wie der hier links. Jo. Gehen wir frische Luft schnappen. Nachdem man aus der Kanalisation kommt, sehr passend, ja. Oh, du hast gar keinen Titel. Wer bist denn du? Hallo. Die schönste im ganzen Land. Achso, ist immer noch die Königin, natürlich. Kein bisschen voreingenommen und kriecherisch und so. Zing. Ihr wollt ausgebildet werden. Also, eine Stufe und ganz knapp keine zweite. So ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. So, was haben wir denn Schönes? 11 Punkte. Du wolltest reparieren auf 7 bekommen, damit du Meister bist da drin, demnächst. Hast noch 4 Punkte über, die bringen dir lediglich gar nichts. Lernen kannst du nicht Experte werden, alles andere ist sinnlos für dich. Okay, du. 21 Punkte. Erkennen wolltest du noch einen Punkt haben, damit du Meister werden kannst und alles fast erkennen kannst. Der Rest kommt wahrscheinlich wieder auf Meditation, ne? Also ja, Stab wollte ich irgendwann nochmal auf 4 bringen und Feuermagie auch auf 4, aber das mache ich, wenn wir nachher Hufeisen bekommen, neu. Das heißt, Meditation. Oh, Leder ist hier schon auf 3. Na komm, das rentiert sich sogar. Weil sie dann schneller zaubern kann. Weil die Erholzeitverzögerung entfällt bei Experte. Also Meisterreparierer, Experte, Rüstungsträger. Was haben wir noch? Alchemie wollten wir erhöhen. Ja, ich glaube auch hier Alchemie macht mit am meisten Sinn. Du kannst lernen, Meister werden. Dreifach Erfahrungspunkte. Nee, warte mal. Jeder Punkt des Fähigkeitswertes ist ein prozentualer Bonus auf die Erfahrungspunkte.
Zusätzlich seines Startbonuses von 9%. Also jeder, der das hat, kriegt schon mal 9%, was irre praktisch ist. Das heißt, sie hat jetzt einen Punkt drin. Das heißt, sie ist bei 10%. So wurde ein Fähigkeitswert von 6 aus 100 gewonnen. Ja, okay. Experten verdoppeln und Meister verdreifachen den Bonus. Sodass ein Fähigkeitswert von 10 auf dem Meisterrang einen prozentualen Bonus von 39% gewähren würde. Klingt schon mal ganz praktisch, aber um 10 Punkte da reinzutun, muss man wesentlich mehr als 10 Punkte ausgeben. Man muss 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 3 und so weiter ausgeben.